damit guten Morgen aus Hammerfest. Wir haben uns jetzt schon fertig gemacht, steigen jetzt gleich ins Auto und dann geht's ab ans Nordkap, dem nördlichsten Ort in Europa. Und wie die letzten Tage auch, das Wetter ist wieder super. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil da hinten wird es ziemlich dunkel. Das sieht nach einem Schneesturm aus. Hoffen wir mal, dass wir die Strecke zum Nordkap in 2 bis 3 Stunden schaffen. Wir sind jetzt doch ziemlich früh dran heute Morgen. Im Winter muss man ja da einem Konvoi zum Nordkap hinterherfahren, da die Straßen vorher einfach geräumt werden müssen. Deswegen kann nicht jeder einfach so zum Nordkap fahren. Dann fahren wir gleich mal los. Der Nordkap-Tunnel und nach diesem Tunnel sind wir auf der Insel, die dann praktisch auf der das Nordkap liegt. Das Besondere an dem Tunnel ist, dass wir jetzt, dass es hier jetzt bergab geht und wir fahren jetzt praktisch unter dem Meer durch. Also ab jetzt ist über uns nur noch Wasser und ab da hinten dann geht es wieder so steil wie es hier bergauf geht, geht es da wieder andersrum. So steil wie es hier bergab geht, geht's dann später wieder bergauf gleich. So, jetzt sind wir endlich angekommen bei einem Konvoi, der uns direkt zum Nordkap führt. Hier stehen schon einige Autos. Und ab hier sind es jetzt nur noch 13 Kilometer. Und dann beginnt die letzte Etappe bis zum Nordkap. Wir sind gleich am nördlichsten Punkt Europas. Ja. Der Konvoi rollt jetzt Richtung Nordkap. Wie gesagt, noch 13 Kilometer. Wie lange das jetzt? Ich schätze mal so, dass wir jetzt so circa eine gute halbe Stunde, 20 Minuten noch in dem Konvoi fahren. Und dann haben wir den nördlichsten Punkt in Europa erreicht. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Jetzt ist es nur noch ein Katzensprung. Und da hinten bei dieser Kugel, dann haben wir die Nordspitze Europas erreicht. Und was man auf der Kamera nicht sieht, wie hoch das hier eigentlich ist. Das dürften schon, das sind bestimmt 200-300 Meter. Das sieht man hier allerdings gar nicht. So, und eigentlich ist der Punkt da hinten noch ein kleines bisschen nördlicher, aber da gibt es wohl nicht so viel Platz und deswegen hat man sich das hier ausgesucht. Ist aber auch ganz schön, ist jetzt nur eine Weltkugel, sonst eigentlich nicht viel hier. Was gibt es noch für Möglichkeiten, dass wir uns hier verewigen können, Willi? Reinpinkeln. In den Schnee, ja. Ja, jetzt hätten wir natürlich hier, so ein Schloss mit dabei. Das wäre auch eine schöne Sache. Dann könnten wir jetzt hier unsere Namen draufschreiben. Aber was wir jetzt auf jeden Fall gleich noch machen werden, ein paar Fotos und ein paar Aufnahmen von hier. So, und ich bin jetzt der nördlichste Mensch in Europa.
Ja gut, da hinten vielleicht noch ein kleines Stück. Ach, ist doch jetzt auch egal. Es muss ich jetzt sagen, eigentlich nicht so wirklich was Besonderes. Ist jetzt hier nur so eine Steinklippe mit so einer Weltkugel da dran. Die Fahrt hierher war eigentlich fast schon spektakulärer. Aber wenn man hier ist, dann würde ich sagen, sollte man das doch schon mal gesehen haben. Bring das Ding hier runter. Pass auf die Steine auf, gell? Lande vielleicht im Schnee. Ich mach gerade eine automatische Landung. Ich würde lieber im Schnee landen, sonst ist wieder ein Rotor kaputt. Hier oder da. Wir haben jetzt ziemlich Glück gehabt, weil es kamen die ganzen Reisebusse hier an und da hinten ist jetzt die Hölle los. Bis gerade eben war kaum jemand da vor Ort und das haben wir natürlich ausgenutzt, die Bilder habt ihr ja gerade gesehen. Und damit wieder auf den Rückweg vom Nordkap. War an sich eine tolle Sache, oder was sagt ihr? Ja, doch. Ja, war cool. War ganz cool, jetzt haben wir es gesehen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, jetzt zum Glück dann, jetzt zum Schluss kamen ja noch die ganzen Touristen, aber bei uns war es relativ leer. Wir fahren jetzt zum nächstgelegenen Ort nach Honigsfag und da werden wir uns jetzt was Kleines zu essen suchen. So, jetzt haben wir was Kleines gegessen hier in einem kleinen Örtchen Honigsfag. Es schneit mal wieder. Hier waren wir gerade essen. Ja, italienisch essen geht halt auch mal. So, hier ist ein riesen Schiff angelegt und so ein, ich glaube, das ist sogar schon das Meer. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Nur schade, dass das Wetter wieder so trüb ist. Aber ist auf jeden Fall ein ganz, ganz nettes Dörfchen hier. So, wir gehen jetzt zurück zum Auto. Der Willi sitzt schon drin, der ist jetzt nämlich der Fahrer. Wir wechseln jetzt. So, wir sind jetzt alle satt. Und jetzt fahren wir zurück. Los geht's! Jetzt fahren wir zurück nach Hammerfest. In 200 Metern links abbiegen, dann erreichen Sie Ihr Ziel. Ciao. Und damit sind wir zurück in unserem kleinen überschaulichen Hotelzimmer. Morgen verlassen wir tatsächlich Hammerfest. Waren jetzt zwei Nächte hier und fahren dann weiter Richtung Tromsø. Werden wahrscheinlich auch wieder 9 bis 10 Stunden Fahrt, weil wir so eine komische Route über Finnland fahren müssen. Ist in Norwegen nichts Ungewöhnliches,
dass man für diese Strecken so lange braucht. Vielen Dank, dass ihr das Video bis zu dem Punkt angeschaut habt. Und ich melde mich zum Tag 8, ist es glaube ich, 8. Tag, genau, zu unserem Scandi-Trip 2020. Lasst ein Like da, ein Abo da und über einen Kommentar würde ich mich freuen. Wir sehen uns morgen. Ciao und gute Nacht. Also von uns gibt es hier einen Daumen hoch. Deswegen in diesem Sinne, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar unten rein oder auch nicht. Oder auch nicht. Guckt euch das Video am besten auch gar nicht an. Ja, genau. Lasst einen Daumen da. Ja. Schiebt das. Schiebt den. Wie sagt er den Like-Button? Was? Smashed. Schiebt den Daumen in das linke obere Nasenloch. Smash den Like-Button. Ja. Das war der erste Video. Ja, so fällt er jetzt hier nicht so gut hier rein. Also von uns gibt es an dieser Stelle einen Daumen hoch. Lasst einen Daumen da. Lasst einen Kommentar unten drin. Und schaut euch das Video bloß nicht an. Ja, überhaupt nicht. Ja. Und die Videos und abonniert Adimac nicht. Ja, abschauen. Hat nur 70 Abonnenten, also lohnt sich nicht.